Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute ist der 27. Juli und von daher sind das schon 3 Tage hintereinander, dass ich es geschafft habe, mich hinzusetzen und versuche eine Aufnahme zu machen jetzt wieder von die verborgene Geschichte der Jesuiten. Nur eben als kleine Information, ich gebrauche hier meine alte Hypercam, die zwar ein unheimlich großes File produziert und auch schon mal ausgefallen ist. Weil die Bildqualität wohl besser ist, wenn man den Text mitlesen will, als in der anderen Kamera, wenn ich das nachher noch im Windows Movie Maker verarbeite. Ich erzähle euch das nur, weil ich halt auf solche komischen Dinge alle zurückgreifen muss, weil ich eben technisch sehr beschränkt bin in der Hinsicht. Ich habe einen alten Computer und das funktioniert alles nicht so, wie es funktionieren sollte. Von daher kann ich Videos nicht in der Superqualität produzieren, aber mir kommt es ehrlich gesagt mehr auf das an, was gesagt wird, als das, was man sieht. Aber trotzdem probiere ich jetzt mit dieser Kamera ein für euch schärferes Bild liefern zu können, dass ihr den Text, der hier eingeblendet ist, dann besser mitlesen könnt. Na? So, dann haben wir uns heute wieder eingefunden zur nächsten Lesung, die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. Auf Seite 104 geht es weiter, wie ich hier das gelbe markiert habe, wie ihr seht. Ich fange nochmal oben auf der Seite 104 an und wir lesen immer noch in dem Abschnitt der Teufelskreis und die Vorbereitungen auf den Zweiten Weltkrieg und hoffe, dass ich da jetzt oder dass wir da heute jetzt mit rumkommen, dass wir das heute beenden können. Das wäre schön. Also sagt der Autor hier, natürlich hatte Hitler für den neugeborenen Nationalsozialismus, genauso wie Mussolini für den Faschismus, mehr als sein Agitationstalent mitgebracht. Die Unterstützung durch das Papsttum. Also neben dem Agitationstalent von Mussolini und dem von Hitler haben sie eben auch die Unterstützung des Papsttums. Voll und ganz. Und da spricht komischerweise niemals jemand drüber. Aber wie gesagt, wir hatten ja letztes Mal oder das Mal davor das Zitat gezeigt aus der Civilta Catholica, worin steht, dass Nationalsozialismus, Faschismus das Regime ist, das sich am dichtesten lehnt bei der Politik der römisch-katholischen Kirche. So ungefähr. Ich hole das Zitat jetzt nicht nochmal raus, dass wir das nochmal eben uns ins Gedächtnis rufen. Dieselbe Unterstützung, fährt der Autor fort, genoss auch der nur blasse Schatten dieser beiden und Christus Rex-Chef Leon de Grelle, der in Belgien ja beschäftigt war. Allerdings für einen deutlich anderen Zweck. Seine Aufgabe war es, dem Invasoren das Land zu öffnen. Raymond de Becker sagt, Zitat, ich war Mitarbeiter bei der Avantgarde gewesen. Das Ziel dieser von Monseigneur Picard herausgegebenen Zeitschrift bestand darin, die Belgien, Frankreich und England einenden Verbindungen abzubrechen. Ende Zitat. Wie rasch die deutschen Armeen die von der kirchlichen fünften Kolonne betrogene belgische Abwehr besiegten, ist inzwischen bekannt. Und vielleicht entsinnen wir uns auch, dass sich der die deutsche Uniform anziehende Christus Rex Apostel unter dem großen Rummel aufmachte, um im Rahmen der Waffen-SS an der Ostfront zu kämpfen. An der Spitze seiner sich vor allem aus der Jugend der katholischen Aktion rekrutierenden wallonischen Region. Nachdem er seine patriotischen Gefühle noch ein letztes Mal so richtig zum Ausdruck gebracht hatte, kam ihm ein baldiger Rückzug gerade recht und ließ ihn nach Spanien gelangen. Maurice de Behaux schreibt, Zitat, vor 10 Jahren, das war 1944, war der Hafen von Antwerpen der drittwichtigste der Welt, nahezu unversehrt in die Hände der britischen Truppen gefallen. In dem Moment, wo die Bevölkerung gerade begann, für ihre Not und Entbehrungen ein Ende zu sehen, da gingen die teuflischsten Erfindungen auf sie nieder. Die fliegenden Bomben V1 und V2. Dieses Bombardement, das längste in der Geschichte, da es 6 Monate Tag und Nacht andauerte, wurde auf Anordnung der alliierten Kommandantur sorgsam geheim gehalten. Das ist der Grund, warum sich das Martyrium der Städte Antwerpen und Lüttich bis auf den heutigen Tag unserem Bewusstsein entziehen. Am Vorabend des ersten Bombardements am 12. Oktober hörten einige auf Radio Berlin die erschreckenden Äußerungen des rexistischen Verräters Leon de Grelle. Ich habe meinen Führer, kreischt er, um 20.000 fliegende Bomben gebeten.
züchtigen werden diese ein hirnverbranntes Volk. Ich verspreche Ihnen, sie werden Antwerpen in eine Stadt ohne Hafen oder einen Hafen ohne Stadt verwandeln. Ende Zitat von Léon Degré, faschistischer Führer in Belgien zu der Zeit. Von jenem Tage an sollte sich der Rhythmus der Katastrophen und Elend furchtbarster Art bringenden Bombardements intensivieren, während auf Radio Berlin Verräter Degré brüllend versprach, dass noch Schlimmeres kommen werde. Ende des Gesamtzitats aus der Zeitschrift Historia, Paris, aus dem Dezember 1954, deswegen vor 10 Jahren, 1944, wie wir gerade gelesen hatten. So sah es aus. Das letzte Lebewohl dieser Ausgeburt der katholischen Aktion an die Heimat. Der Christus-Rex-Chef und ergebene Schüler des Jesuiten Monsignor Picard, des Jesuiten Peter Arendt und so weiter, hielt sich strikt an die päpstlichen Regeln. Zitat: Würden die Männer der katholischen Aktion, schrieb Antichrist-Papst Pius XI., weil es die Situation erlaubt, aufhören in dem Versuch, die Politik ihrer Provinz und ihres Landes zu leiten, so wäre dies Pflichtverletzung. Ende Zitat. Aus einem Schreiben Peculari Quadam, zitiert von hochwürdiger P. Aus der Gesellschaft Jesu, katholische Aktion und zeitliche Aktion, erschienen in Paris 1938. Léon Degré erfüllte diese Pflicht, die der Papst gerade eben ansprach, auf jeden Fall und zeitigte, wie man erleben konnte, Ergebnisse, die seinem Eifer in nichts nachstanden. In Raymond Beckers Buch lesen wir, Zitat, in Belgien hatte die katholische Aktion außergewöhnliche Männer gefunden, die zur Musik der Organisation spielten, wie zum Beispiel Monsignor Picard, der wichtigste Kanonikus, Cardin, Gründer der belgischen CAJ-Bewegung, das ist die christliche Arbeiterjugend zur Rückgewinnung der Arbeiter für Religion und Kirche, ein verdrießlicher, mürrischer und eingebildeter Mann. Besagter Letzter schwört heute, also er ist 1967 gestorben, sagen die Übersetzer hier, naja, heute, also nach dem Krieg jedenfalls, nie je von Degré etwas gehört oder gesehen zu haben. Demnach haben sich diese beiden Führer der belgischen katholischen Aktion, die beide unter Kardinal Ruiz Krummstab arbeiteten, also Kardinal van Ruy ist der Name und der Krummstab, das ist der Hirtenstab, den kennt ihr ja. Also, demnach haben sich diese beiden Führer der belgischen katholischen Aktion, die beide unter Kardinal van Ruys Krummstab arbeiteten, offenbar nie gekannt. Wie war das möglich? Das sagt uns der Ex-Kanonikus freilich nicht. Seit damals ist Cardin vom Pius XII. Ernannter Monsignore, also ein Prälat, und die prägende Gestalt der weltweiten CAJ-Bewegungen. Und wie war es weiterhin möglich, dass Monsignore Cardin den schändlichen Rex-Chef nicht mal von dem Kongress herkannte, den Degré folgendermaßen beschreibt? Zitat: Ich erinnere mich noch an den Kongress der katholischen Jugend 1930 in Brüssel. Ich befand mich hinter Monsignore Picard, der sich seinerseits neben Kardinal van Ruy aufhielt. Hinter uns lag ein zweistündiger Vorbeimarsch von 100.000 den auf der Tribüne versammelten kirchlichen Autoritäten, zujubelnden Jugendlichen. So, jetzt haben wir schon eine ganze Menge über den Degré gelesen. Dann will ich auch mal eben ein Bild dabei holen, dass ich euch den zeigen kann. Den hatte ich ja schon gebraucht in dem Buch Behind the Dictators. Da haben wir Léon Degré, ja, der Chef der Rexit-Bewegung in Belgien. Rex, ja, wie König. Das ist er hier. Es gibt noch ein anderes Bild hier. Da ist er ein bisschen in der deutschen Uniform sogar abgebildet. Hier mit dem Malteserkreuz, was wir auch schön sehen können. Und dann hier ein Buch von Dr. E.R. Fields, der ein Buch über Léon Degré geschrieben hat, Léon Degré und die Rexit-Party in Belgien. Da nehmen wir halt das Bild von immer so lange bei, solange wir hier über den Degré am Sprechen sind. Wo also hielt sich zu besagter Zeit das Oberhaupt der CAJ, deren Truppenteile an jener gigantischen Parade teilnahmen, versteckt?
War es eine spezielle Vorsehung, dass diese beiden Männer auf offiziellen Tribünen oder der Zentralstelle der katholischen Aktion miteinander verkehrten, sich dabei aber nicht gesehen haben? Monsignore Cardin, der Jesuit ist, geht noch weiter und behauptet, er habe zudem den Rexismus verbal bekämpft. Also Rexismus ist belgischer Faschismus. Ein seltsamer Verein, diese katholische Aktion. Nicht allein, dass die Chefs ihrer beiden zentralen Bewegungen, CAJ und Rex, in den Gängen Versteck spielten. Nein, man hätte gleichzeitig auch, wie er sagt, was der andere mit vollster Unterstützung der Hierarchie getan habe, bekämpfen können. Unbestreitbar ist die Tatsache. Der de Grel an die Rex-Spitze stellte, war Picard höchstpersönlich. Und zwar im Namen Kardinal von Ruiz und des apostolischen Nuntius Monsignore Micara. Ergo war es Cardin zufolge angeblich so. Er und de Grel arbeiteten zwar als Kollegen in der Zentralstelle der katholischen Aktion und beide unter der Schirmherrschaft des belgischen Primas. Der Nuntius, laut Pius XII. De Grels Beschützer und verehrter Freund, verlangte überdies von letzterem für dessen Tun keine Rechenschaft. Und doch soll, was de Grel tat, von Cardin scharf gemissbilligt worden sein. Dieses Theater, von dem wir hier gerade lesen, erinnert mich natürlich an den Schwur der Jesuiten, wo wir ja wissen, dass sie auf beiden Seiten kämpfen und dass dem Jesuiten gesagt wird, du kämpfst auf deiner Seite gegen den Bruder auf der anderen Seite, der öffentlich gegen dich ist, aber hinter den Kulissen dasselbe Ziel verfolgt, dass am Ende die Kirche der Gewinner ist. Nun, eine reichlich deftige Behauptung sollte das sein, dass alles, was de Grel tat, von Cardin scharf gemissbilligt worden sei, fährt der Autor fort. Was umso deutlicher wird, wenn wir untersuchen, was nach Hitlers Überfall auf Belgien die Haltung von Leuten wie Monsignore Cardin und Gefährten war, die sich heute gegen de Grel und Rexismus verwahren. In seinem Buch mit dem Titel La Cohue de 1940, also La Cohue de 1940, das, als es erschien, in der Schublade verschwand, frischte, wie zu lesen, der Rex-Chef de Grel höchst selbst Erinnerungen auf, die unseres Wissens nie widerlegt wurden. Es folgt ein Zitat. Und zwar sehen wir hier mit bei, sehen wir hier nicht mit bei, von wo das Zitat kommt im Augenblick. Also, lesen wir mal. Für mich als einen mit den gegenseitigen Durchdringungen von geistlichem und weltlichem vertrauten leidenschaftlichen Christen, ja, lese und verstehe Katholik, wäre eine Kollaboration mit Hitler ohne vorherige Absprache mit den Kirchenbehörden meines Landes nicht in Frage gekommen. Ich hatte also um eine Unterredung mit seiner Eminenz Kardinal van Rooij gebeten. Eines Morgens dann wurde ich im bischöflichen Palast zu Mechelen freundlich vom Kardinal empfangen. Er ist beseelt von einem total und stürmischen Fanatismus. Würde er ein paar Jahrhunderte eher gelebt haben, er hätte wohl das Magnificat, also das Loblied Mariens, anlässlich ihres Besuchs bei Elisabeth singend, die Ungläubigen durch das Schwert sterben oder verbrennen oder die nicht so gehorsamen Schafe seiner Herde in die Klosterkerker werfen lassen. Da wir nun das 20. Jahrhundert haben, hat er nur seinen Krummstab, lässt diesen aber ein großes Werk vollbringen. Alles war ihm wichtig, solange es kirchlichen Interessen dienen würde. Tja, den Satz muss ich gleich nochmal anfangen hier. Alles war ihm wichtig, solange es kirchlichen Interessen dienen würde. Das ist ja nun das Problem. Ne? Hauptsache, die Kirche steht am Ende als Gewinner da. Alles war ihm wichtig, solange es kirchlichen Interessen dienen würde. War etwas gut, so wäre es von uns unterstützt, alles Schlechte aber zerschlagen worden. Und die Kirche hat derart viele Dienstzweige, ihre Werke, Parteien, Zeitungen, landwirtschaftlichen Genossenschaften, wie zum Beispiel den Belgischen Bauernbund, CERA heißt er hier in Belgien, Bankinstitute, wie zum Beispiel die CERA Bank und die KBC Bank, die die weltliche Macht der göttlichen Institutionen sicherstellten.
Und jetzt kann ich ehrlich und aufrichtig sagen, die Bedeutung der Bemerkungen des Kardinals war die, dass das richtige Vorgehen Kollaboration hieß. Kollaboration, Zusammenarbeit. Ja, es war das Einzige, was ein vernünftiger Mensch tun würde. Während der ganzen Unterredung hatte er es gar nicht erst erwogen, dass eine andere Haltung möglich sein könnte. Für den Kardinal war der Krieg im Herbst 1940 beendet. Gar die Erwähnung der Bezeichnung Englisch mied er, oder auch nur die Äußerung des Verdachts, dass eine Erholung der Alliierten denkbar wäre. Der Kardinal glaubte nicht daran, dass politisch etwas anderes als Kollaboration hätte möglich sein können und dürfen, füge ich hinzu. Er hatte gegen keine meiner Vorstellungen und Absichten Einwände. Wären ihm meine Gedanken zur Politik abwegig erschienen, dann hätte er mich warnen können oder sollen, denn um seinen Rat hatte ich ihn ja ersucht. Zum Abschied gab mir der Kardinal seinen väterlichen Segen. Auch andere Katholiken schauten im Herbst 1940 zum großen Turm der Romuald-Kathedrale. Viele kamen in den Bischofspalast, um Monsignore van Rooij und sein Gefolge hinsichtlich moralischer Grundsätze, Nutzen oder Notwendigkeit der Kollaboration um Rate zu fragen. Über 1000 katholische Bürgermeister Flanderns, sämtliche Generalsekretäre passten sich, wenn auch sorgfältig ausgewählt, unverzüglich der neuen Ordnung an. All jene guten 1944 Inhaftierten oder Beschimpften hätten sich 1940 mal fragen müssen, was denkt Mechelen? Aber wer würde glauben, dass weder Mechelen noch seine Bischöfe noch seine Priester hätten zur Ruhe kommen können? 8 von 10 belgischen Kollaborateuren waren Katholiken. Während jener entscheidenden Wochen gaben, aufgrund der Entscheidung, die es zu treffen galt, Mechelen und diverse andere Bistümer schriftliche oder mündliche Negativmeldungen an mich persönlich oder all die anderen Kollaborateure heraus. Obwohl nicht gerade angenehm, so ist es doch die blanke oder auch die nackte Wahrheit. Die Haltung des hohen katholischen Klerus im Ausland konnte die Überzeugtheit der Gläubigen, dass Kollaboration mit Glauben vereinbar sei, doch nur stärken. Nach der Unterredung zwischen Hitler und Marschall Pétain ließen sich in Vichy die höchsten französischen Prälate Seite an Seite stehend mit dem Marschall und Pierre Laval ablichten. Kardinal Baudrillard verkündete in Paris öffentlich, er sei Kollaborateur. In Belgien seinerseits gab Kardinal van Rooij, einem der bekanntesten Priester Flanderns, seiner Eminenz größtem intellektuellen Katholiken, Abt Verschave, die Erlaubnis, am 7. November 1940 während einer feierlichen Senatssitzung und in Gegenwart des deutschen Großadmirals Räder zu erklären. Zitat: Es ist die Pflicht des Kulturrates, die Brücke zu bauen, die Flandern und Deutschland vereinigt. Ende Zitat. Am 29. Mai 1940, dem Tag nach der Kapitulation Belgiens, beschrieb Kardinal van Rooij den Einmarsch als eine Art Himmelsgeschenk. Machen Sie sich bewusst, schrieb er den Gläubigen, dass wir soeben Zeugen eines außergewöhnlichen Eingreifens der göttlichen Vorsehung sind, die im Begriffe ist, durch große Ereignisse ihre Macht zu erweisen. Nach alledem schien also Hitler nichts weniger als ein das belgische Volk züchtigendes Läuterungswerkzeug der Vorsehung zu sein. Ende Zitat. Aus dem Buch von Leo de Grelle, von den Seiten 213, 16 und 19. Ein sehr langes Zitat, aber hier kriegt man mal einen Einblick darin, dass eben Belgien, das sich so als, wisst ihr, überrannt und Opfer des Zweiten Weltkriegs von Hitler darstellt, größtenteils von Kollaborateuren versehen war. Ja? Ein bisschen weiter oben hatten wir gelesen, dass 80% der katholischen Bischöfe Belgiens Kollaborateure waren. Jetzt finde ich die Stelle hier nicht mehr, aber hatten wir ungefähr gelesen auf dieser Höhe hier vorhin. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Nach dem Krieg
stellen sie sich alle als weinendes Opfer dar, nach dem Motto von, oh ja, der Krieg war so furchtbar. Aber in Wirklichkeit haben sie mitgewirkt, mitgearbeitet. Nun, etwas sehr Ähnliches geschah gleichzeitig in unserem eigenen Lande, also Frankreich. Ne? Wir sprechen ja immer von dem Autor Edmond Paris, der ja Franzose ist. Zitat, nützlicher als siegen ist kapitulieren, behauptete man. Und fortwährend daran erinnert, genau wie vor 1914, als Frankreich eine läuternde, völlige Ausblutung zugedacht wurde. Ende Zitat. Näher beleuchtet wird in jenen in die tiefste Versenkung verschwundenen oder vielmehr verbannten Memoiren auch der belgische Bauernbund, der große katholische, politische und finanzielle Motor Kardinal van Ruys, der beträchtliche Summen in den flämischen Teil der Uni Löwen pumpte. Zitat aus Leon de Grelle, seinem Buch. Die Druckerei Standard arbeitete ohne Unterlass, denn sie druckte die kollaborationistischen Aufrufe des FNV, also des Flämischen Nationalverbandes, und schwamm nicht lange danach im Geld. Zu kollaborieren wäre für den Standardleiter, wäre den Standardleitern, diesen 200-prozentigen Katholiken und Stützpfeilern der Kirche Flanderns, nie in den Sinn gekommen, hätte nicht zuvor der Kardinal klar und deutlich seinen Segen gegeben. Das Gleiche sagt man von der katholischen Presse überhaupt. Ende Zitat. Und von Gaston Gaillard kommt hier beinahe das nächste Zitat. Alle diese Anstrengungen galten damals keinem geringeren Ziele als Belgiens Zusammenbruch, wie uns ein weiterer katholischer Autor, Gaston Gaillard, erinnert. Zitat. Die flämischsprachigen, also niederländischsprachigen Katholiken, wie auch die autonomistischen, elsässischen Katholiken, rechtfertigten ihre Haltung mit ihrer stillschweigenden Unterstützung, die sie über den Heiligen Stuhl alle Zeit der deutschsprachigen Propaganda angedeihen ließen. Als sie auf das Denkwürdige von Pius dem 11. am 26. Juni 1923 an seinen Staatssekretär Kardinal Gaspari gesandte Schreiben Bezug nahmen, konnten sie sich leicht davon überzeugen, dass sie Roms Wohlwollen hatten und Rom natürlich nichts tat, sie umzustimmen. Hatte nicht Nuntius Eugenio Pacelli, unser öfter ja schon besprochene spätere Antichrist Papst Pius XII., deutsche Nationalisten kompetent unterstützt und der sogenannten unterdrückten Bevölkerung Oberschlesiens Mut gemacht? War nicht den autonomistischen Verschwörungen in Elsass, Eupen-Malmedy und Schlesien die nicht immer auffällige kirchliche Zustimmung zuteil geworden? Für die Flamen war es damals leicht, ihr Vorgehen gegen Belgiens Einheit hinter der römischen Anweisung zu verstecken. Ende Zitat von Gaston Gaillard. Und das finde ich einen Satz, den sollte ich mal meinen flämischen Freunden hier unter die Nase reiben. Für die Flamen war es damals leicht, ihr Vorgehen gegen Belgiens Einheit hinter den römischen Anweisungen zu verstecken. Ja, dafür müsstet ihr vielleicht ein wenig verstehen von der belgischen Geschichte. Aber hier sind ja zwei Völker zusammengefercht worden, als nach dem Motto, seid mal eins, nämlich die Flamen und die Wallonen. Die Flamen, die halt flämisch oder niederländisch einen Akzent davon sprechen, und die Wallonen, die halt französisch sprechen, aber auch da teilweise ihre eigene Sprache haben, in der Zählweise zum Beispiel und solche Sachen. Ja, in Französisch zählt man zum Beispiel 90 als 90 und die Belgier, die sagen 90. 90. Ja, jedenfalls, in Belgien ist es ja heute immer noch ein großer Streit. Immer noch zwischen den Flamen, also zwischen den Flamen und den Wallonen. Das ist damals wie heute immer noch dasselbe. Und es gibt hier eine rechtsextreme Partei, Flams Blok hieß die früher, also Flämischer Block. Jetzt heißt sie, glaube ich, Flämischer Belang. Ja, also wie auch immer, der Name ändert sich. Den Vorsitzenden davon kenne ich übrigens. Der war mal Kunde bei mir in den Weinen. Ja, ja. Belgien ist ein kleines Land. Und das sind separatistische Bewegungen. Separatistisch von nach dem Motto, das Land Belgien ist so ein Kunstland, das wollen die eigentlich gar nicht. Man muss sich das ja
Man muss sich da mal ein bisschen in die Geschichte Belgiens versteifen. Das habe ich auch noch nicht wirklich tief gemacht. Aber davor hieß es ja Flandern und das war teilweise niederländisch und teilweise belgisch. Es gibt zum Beispiel die Provinz Brabant. Die gibt es das ist die südlichste Provinz in Niederlande heute. Und hier in Belgien gibt es zum Beispiel eine Provinz, in der wohne ich, die heißt Flämisch Brabant. Und darüber ist die Provinz Antwerpen, weil das war früher damals alles Flandern. Ja? Und man hat künstlich eine Grenze gezogen und hat dieses Land Belgien damals gemacht und damit die Wallonen, die französischsprachigen, in eine Schatulle gedrückt mit den niederländischsprachigen und hat davon eine Nation gemacht. Und das wollen die Leute im Grunde nicht. Die separatistische Bewegung, dass man Belgien aufteilt und dass die Flamen ihre flämische Region und Republik oder was auch immer haben und die Wallonen das auch haben. Die Bewegung gibt es sowohl auf der südlichen, auf der walisischen, auf der wallonischen, also französischsprachigen, als auf der nördlichen flämischen Seite. Heute noch. Und deswegen finde ich diesen Satz so furchtbar interessant. Für die Flamen war es damals leicht, ihr Vorgehen gegen Belgiens Einheit hinter den römischen Anweisungen zu verstecken. Mit anderen Worten, man sagte hier, oder man sagt hier, dass die Flamen eine Bewegung haben, um eben die Einheit Belgiens zu zerstören, und sie verstecken sich dann hier hinter den römischen Anweisungen. Ja. Also ich finde das einen sehr interessanten Satz, aber es kommt vielleicht nur daher, weil ich hier selbst in Belgien wohne. Wir fahren fort in dem Buch. Auch Bad 1942, Antichrist, Papst Pius XII. Seine Berliner Nunziatur in Paris, seine Kondolenzen zum Tode Kardinals Baudrillards zu übermitteln und zeigte dieser Art an, dass sie die Annexion Nordfrankreichs durch Deutschland als Tatsache betrachtete, womit sie wieder einmal mehr die der deutschen Expansion alle Zeit durch den Heiligen Stuhl und insbesondere Pius XII. Gewährte stillschweigende Unterstützung nur bekräftigte. Voll Verachtung kann man heutzutage nur darüber lachen, wenn man sieht, wie die Jesuiten seiner Heiligkeit, schaudert mir, wenn ich das aussprechen muss, aber der Autor schreibt sie halt, derart offensichtliches abstreiten und sämtliche Mittäterschaft mit der von ihnen doch selbst erst organisierten fünften Kolonne, der faschistischen pro-deutschen Kolonne und vor allem mit de Grel von sich zu weisen. Letzterer de Grel, abgeschirmt in seiner Zuflucht lebend, denn er weiß zu viel, kann in Ruhe auf Ovids berühmte Verse zurückgreifen. Donec eris Felix, multos numerabis amicos, tempora si fuerint nubila, solus eris. Auf Deutsch: Solange du glücklich bist, zählst du viele Freunde. Sind die Zeiten bewölkt, bist du allein. Und hier möchte ich denn eben mal Gebrauch machen, um endlich mal die Bibel zu erwähnen. Solange du glücklich bist, zählst du viele Freunde, sind die Zeiten bewölkt, bist du allein. Wenn du Jesus Christus als deinen Erlöser akzeptiert hast, bist du nie allein. Er lässt uns nicht alleine. Er ist immer bei uns, bis zum Ende der Zeit. Und das hat nichts damit zu tun, ob wir glücklich sind oder unglücklich sind in diesem Augenblick, in welcher Stimmung wir uns im Moment auch befinden. Aber auf der Erde, auf dieser Welt, ist das leider so. Solange du glücklich bist, zählst du viele Freunde. Aber wehe, du kommst in Bedrängnis. Wehe, du kommst in Trübsal. Wehe, du wirst geprüft. Dann kannst du deine Freunde an einer Hand abzählen. Und selbst davon sind wahrscheinlich zwei oder drei und manchmal selbst vier Finger noch überflüssig. So ist das in diesem Leben. Und deswegen brauchen wir das Wort Gottes. Deswegen brauchen wir die Stütze. Weil wenn wir solche Sachen mitmachen, wie hier jetzt gerade gelesen über die Vorbereitung des Zweiten Weltkrieges und wie Belgien damals seine eigene, ja, man möchte beinahe sagen, auch faschistische Agenda bei den Flamen durchgedrückt hat, gegen die Wallonen, um eine separatistische Bewegung
hinter den Anweisungen Roms zu verstecken, wie wir gerade gelesen haben, wenn man sowas mitmacht, dann merkt man, dass man auf dieser Welt von allen Seiten nur belogen und betrogen wird. Und das heißt, dass man seine einzige Zuflucht nur da finden kann, wo Jesus Christus ist. Unser Herr. Aber wir fahren eben nochmal fort mit der Lesung in dem Buch. Lächerlich auch, was Hochwürden P. Fessard, ein Jesuit, Gaston Fessard, schreibt. Zitat: Mit derart großer Ungeduld warteten wir 1916 und 1917 auf die amerikanischen Verstärkungen. Mit Schmerz erlebten wir 1939, dass, als der Krieg sogar schon erklärt worden war, Hitler von einem Großteil der Amerikaner mit Wohlwollen betrachtet wurde, noch dazu und vor allem von Katholiken. 1941 und 1942 standen wir wieder vor der Frage, würden die Amerikaner eingreifen oder nicht? Von dem Jesuiten Gaston Fessard, Libre Meditation sur un message de Pie XII, also freie Meditation über eine Botschaft von Pius XII. Dem Scheine nach also erfüllten den guten Pater die durch seine eigenen jesuitischen Brüder in Amerika erreichten Resultate mit Schmerz. Denn, und das ist eine historische Tatsache, die christliche Front, eine sich gegen die US-Intervention stellende katholische Bewegung, wurde von dem Jesuitenpater Coughlin, Charles Edward Coughlin, einem notorischen Hitler-Sympathisanten, geleitet. Diese fromme Organisation, fährt ein Zitat fort, war bestens ausgestattet und bekam aus Berlin vom Goebbels-Ministerium vorbereitetes Propagandamaterial in Hülle und in Fülle. Über sein Blatt Social Justice, soziale Gerechtigkeit und Rundfunksendungen erreichte Hakenkreuzapostel und Jesuitenpater Coughlin eine breite Öffentlichkeit. In den wichtigsten städtischen Ballungszentren betreute er außerdem geheime, nach den Methoden der Söhne Loyolas geführte und von Nazi-Agenten ausgebildete Kommandozellen. Ja, da wollen wir eben gucken, ob wir hier ein Foto von Charles Edward Coughlin besorgen können, das ihr euch dann eben anschauen könnt während der Lesung, die dann gleich weitergeht. Wenn wir hier sehen, dass wir die Bilder hier finden. Naja, nehmen wir das hier mal. Charles Coughlin Today in History. 20th of July 1936. Reverend Charles Coughlin. Da bin ich jetzt mal nicht so sicher, dass der das ist. Weil wir sprachen gerade von einem Jesuiten. Ob der jetzt als Reverend hier bezeichnet wird? Nein, nein, nein. Ontario. Nee, da sprechen wir über einen Kanadier. Das kann er dann ja nicht sein, ne? Mal eben sehen hier. Ansonsten Social Justice. Da haben wir gerade drüber gesprochen. Das ist dann der Richtige hier. Father Charles Coughlin. Okay, das ist dann das richtige Bild. Dann nehmen wir uns den hier mal so lange eben ins Bild, während wir hier dann weiterlesen. Ne? Weil das war ja gerade eben eine Erklärung von Edmond Paris aus seinem Buch Le Vatican contre l'Europe. Also der Autor darf ja ein Zitat eines anderen seines Buches hier mit reintun in dieses Buch. Ein geheimes Dokument der Wilhelmstraße erklärt folgendes. Zitat. Ja, Wilhelmstraße, da war das Auswärtige Amt in Berlin, ne? Presse und amtliche Berichterstattung aus Nordamerika melden laufend von antijüdischen Kundgebungen der Bevölkerung. Es ist vielleicht symptomatisch für die innenpolitische Entwicklung in den USA, dass die Hörerschar des bekannten antijüdisch eingestellten Radiopriesters Coughlin auf über 20 Millionen angewachsen ist. Na also, dass ein Jesuit gegen die Juden predigt, ist ja nun normal. Die römisch-katholische Kirche tut ja seit 2000 Jahren nichts anderes, als die Juden zu verfolgen. Wobei die Bibel sagt, dass wir für die Juden beten sollen und dass wir die Juden zu Eifersucht bringen sollen. Weil sie gefallen sind, haben wir Heiden Errettung bekommen. Aber das ist wahrscheinlich ein anderes Thema. Lest mal die Römerbriefe oder den Römerbrief, das ganze Buch der Römer
Und da steht das drin. Ich glaube in Kapitel 10 oder 11. Nun, muss an die Aktivitäten des Jesuitenpaters Edmund Aloysius Walsh erinnert werden, den Papstagenten, den Vorsteher der Schule der Politikwissenschaften an der Universität Georgetown in Amerika, die Jesuitenuniversität gegründet durch John Carroll, der jesuitischen Pflanzstätte der amerikanischen Diplomatie, weil von da kommt die amerikanische Schule der Außenpolitik her, und eifrigen Propagandisten der deutschen Politik, also ohne meinen Kommentar noch einmal diesen Sinn, muss an die Aktivitäten des Jesuitenpaters Edmund Aloysius Walsh erinnert werden. Ich muss noch mal einen Kommentar geben. Edmund Aloysius Walsh war derjenige, der die Schule der ausländischen Beziehungen in der Georgetown-Universität gegründet hat. Ja? Ich werde irgendwann noch mal ein Video machen, nur über die Georgetown-Universität, und da kommt der Edmund Walsh ganz sicher drin vor. Aber das musste ich mal eben hier einwerfen. Und wenn wir über den sprechen, dann kann ich ja vielleicht mal eben auch das Bild von dem raussuchen. Ja, dann wollen wir hier das Bild von dem Walsh raussuchen. Und der hat halt die Schule da der internationalen ausländischen Beziehungen in Georgetown errichtet. Und mal sehen, haben wir ihn hier aus der Georgetown Library, Edmund A. Walsh. Ja, ein Jesuit natürlich, haben wir hier im Bild. Hier sehen wir ihn. Muss an die Aktivitäten des Jesuitenpaters Edmund Walsh erinnert werden, den Papstagenten, den Vorsteher der Schule der Politikwissenschaften an der Universität Georgetown, der jesuitischen Pflanzstätte der amerikanischen Diplomatie und eifrigen Propagandisten der deutschen Politik. General der Gesellschaft Jesu war, als wollte es der Zufall, zu jener Zeit gerade Heike von Ledokowski, hatten wir ja schon öfter im Bild gesehen, vormaliger General in der österreichischen Armee und seit 1915 Amtsnachfolger des preußischen General der Jesuiten Werns, hatte Hochwürden P. Fessard mittlerweile auch vergessen, was Lacroix den ganzen Krieg hindurch schrieb, und vor allem dies: ein Truppeneinmarsch von jenseits des Ärmelkanals und Atlantiks wäre keinerlei Gewinn. Na, zu Lacroix, das habe ich ja auch schon mal früher in dieser Lesung gezeigt, meine ich. Suche ich das mal eben raus. Das ist ja die Zeitschrift aus Frankreich, das in der Zeit der Dreyfus-Affäre. Habe ich da nur das hier gezeigt? Ah ja, okay, das ist ein Ausschnitt aus Wikipedia. Dann habe ich kein Bild von Lacroix. Ui, jetzt mache ich das auch noch dicht. Das war gar nicht die Absicht. gucken wir mal eben, ob ich es hier finde. Lacroix, Journal. So müsste man das wohl finden. Lacroix Journal Logo. Dankeschön. Hier sehen wir das. Das ist halt eine alte Zeitschrift, Zeitung aus Frankreich, die schon im 19. Jahrhundert gearbeitet hat, in der Zeit der Dreyfus-Affäre, über die wir deutlich lang genug besprochen hatten hier in diesem Buch, Die verborgene Geschichte der Jesuiten. Erinnert er sich auch nicht mehr an das Telegramm seiner Heiligkeit Pius XII., Zitat, der Papst übermittelt Lacroix, der Stimme des päpstlichen Denkens, seinen Segen. Also diese französische Zeitung, die bereits im 19. Jahrhundert mitarbeitete an der Verschwörung Dreyfus, die Dreyfus-Affäre, wo den Juden die Separation Frankreichs in die Schuhe geschoben werden sollte durch die Affäre. Dieser Zeitung verleiht oder übermittelt der Papst seinen Segen. Pius XII. Muss man nun schließen, dass Mitglieder der Gesellschaft Jesu bei ihrer derart großen Vergesslichkeit ein ausgeprägtes Kurzzeitgedächtnis hätten? Diesen Vorwurf wies man allerdings selbst den Feinden gegenüber weit von sich.
So wollen wir vielmehr darauf hinweisen, dass Hochwürden Pater Fessard seine patriotischen Ängste von 1941-42 erst 1957 zum Ausdruck brachte. Seine freien Meditationen über 15 Jahre brachten so manches Ergebnis und er hatte Zeit, eine gewisse Passage der Exerzitien wiederholt zu lesen, die da besagt: Und wenn die Kirche, was unserem Auge weiß erscheint, als schwarz definiert, so sind wir verpflichtet, es für schwarz zu erklären. Das kennt ihr ja inzwischen unter anderem auch aus dem Schwur der Jesuiten. Ja? Und die Exerzitien hier, das sind die spirituellen Übungen nach Ignatius von Loyola. Ja? Nur mal eben noch euch das bitteschön in Erinnerung rufend. Letzteres betreffend ist Hochwürden Pater Fessard offenbar ein hervorragender Jesuit. Am 7. März 1936 führte Hitler die Wehrmacht ins entmilitarisierte Rheinland und erklärte so den Locarno-Pakt für null und nichtig. Am 11. März 1938 kam es zum Anschluss, Zusammenführung Österreichs und Deutschlands, in der Hoffnung, wo wir ja letztes Mal gelesen hatten, dass eben auf diese Art und Weise der Vatikan hoffte, die Vormacht Preußens in Deutschland unterwerfen zu können und eben aus dem Süden die neue Macht, die katholische Macht in Deutschland einsetzen zu können. Dafür brauchte man eben Österreich, wo wir die Habsburger weggetan haben und jetzt auch eine faschistische Regierung an der Macht hatten, mit Schuschnigg, dazu. Deswegen der Anschluss am 11. März 1938. Also am 11. März 1938 kam es zum Anschluss und im selben Jahr, am 29. September, beschlossen ohne Beteiligung der Tschechoslowakei in München das Deutsche Reich, Großbritannien und Frankreich und Italien die sofortige Abtretung des Sudetenlandes. Dank der Stimmen der katholischen Zentrumspartei war der Führer Adolf Hitler nur 5 Jahre zuvor an die Macht gekommen. Doch hatte man die meisten der in Mein Kampf zynisch geoffenbarten Ziele bereits realisiert. Der Schreiber dieses eine überhebliche Herausforderung an die westliche Demokratien darstellenden Buches war Jesuitenpater Bernhard Stempfle. Hitler leistete die Unterschrift. Denn da sich diese Tatsache dem Bewusstsein derart vieler entzieht, es war die Gesellschaft Jesu, die das berühmte großdeutsche Programm, wie in besagtem Buche dargelegt, perfektionierte und der Führer, der es unterschriftlich auf sich übertrug. Ja, mit dem Stempfle, da muss ich euch doch mal eben sagen, das habe ich natürlich hauptsächlich besprochen bereits in Behind the Dictators. Aber eben gucken, ob ich hier von Stempfle ein Bild habe. Ja, sogar mit dem Artikel von der Webseite Spiritually Smart. Da könnt ihr auch dann eure eigenen Untersuchungen drüber machen. Ja, hier, das Buch Mein Kampf wurde von Bernhard Stempfle geschrieben, der übrigens 1934 verstarb. Man weiß nicht, wie der Autor hier angibt, wann er geboren wurde. Ja, aber man weiß, wann er starb, 1934. Nachdem Adolf Hitler an die Macht kam. Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr wird nicht mehr gebraucht. So ist das in der römisch-katholischen Kirche. Stempfle war Jesuit und hat seine Pflicht und Schuldigkeit getan und bevor er sich vielleicht bedenkt und durch ihn irgendwie rauskommen würde, dass er das Buch Ghost geschrieben hat, also im Grunde geschrieben hat anstelle von Adolf Hitler, hat man ihn umgebracht. Das ist ein anderes Thema, da könnt ihr euch selbst mit beschäftigen und das könnt ihr ruhig gerne mal selbst raussuchen. Aber hier steht, der Führer ist zur Macht gekommen wegen der Stimmen der katholischen Zentrumspartei nur 5 Jahre vorher, aber die meisten objektive
Ja, das ist ja das ist das Zitat hier, was wir hier lesen in His Secret History of the Jesuits, also das Englische. Das übersetze ich dann nochmal ins Deutsche. Ich lese diesen Satz nochmal eben dabei. Dank der Stimmen der katholischen Zentrumspartei, das, was ich hier lese, das ist das, was ihr hier seht, auf der Webseite Spiritually Smart. Dank der Stimmen der katholischen Zentrumspartei war der Führer nur 5 Jahre zuvor an die Macht gekommen. Doch hatte man die meisten der in Mein Kampf zynisch geoffenbarten Ziele bereits realisiert. Der Schreiber dieses eine überhebliche Herausforderung an die westliche Demokratien darstellenden Buches war Jesuitenpater Bernhard Stempfle, hier im Bild. Hitler leistete lediglich die Unterschrift unter das Buch. Denn da sich diese Tatsache dem Bewusstsein derart vieler entzieht, es war die Gesellschaft Jesu, die das berühmte großdeutsche Programm, wie in besagtem Buche Mein Kampf dargelegt, perfektioniere und der Führer, der es unterschriftlich auf sich übertrug. Adolf Hitler war nur eine Puppe der Jesuiten und der römisch-katholischen Kirche, deren Mitglied er war, von dem Augenblick, als er getauft wurde als Kind, bis zu seinem Tode. Und er wurde niemals exkommuniziert von der römisch-katholischen Kirche. Hitler hat das Buch Mein Kampf nicht geschrieben. Das hätte er nie schreiben können. Hitler war dumm. Der hat nur Zeitungen gelesen. Und es gab mal einen amerikanischen Präsidenten, ich glaube, es war Jefferson, der sagte, der Mensch, der nichts liest, ist schlauer als der, der nur Zeitungen liest. Und Adolf Hitler hat nachweislich, das kann man studieren, wenn man sich mit Leuten beschäftigt, die ihn umgeben haben, hat nur Zeitungen gelesen. Und dass die Zeitungen alle unter Kontrolle der römisch-katholischen Kirche sind, wissen wir ja schon. Adolf Hitler war eine Puppe der Jesuiten. Jeder, der auch nur im Entferntesten glaubt, Adolf Hitler hätte auch jemals nur irgendwann irgendetwas, auch sei es noch so kleines, Positives für Deutschland im Sinn gehabt. Der sollte diese Dinge noch mal überdenken, sollte sich beschäftigen mit der römisch-katholischen Kirche und sollte sich beschäftigen mit den Jesuiten. Na? Pater Stempfle übrigens, das steht hier auf der Webseite auch, das könnt ihr selbst nachlesen, wurde deportiert ins Dachau-Konzentrationskampf und wurde während eines sogenannten Fluchtversuchs erschossen. Na? Also, dieser letzte Absatz hier, das ist, denke ich, einer der wichtigsten, die wir heute gelesen haben in diesem Teil des Buches. Und ich möchte ihn gerne nochmal wiederholen. Ich möchte euch deutlich machen, dass die Untersuchungen nicht nur von Edmond Paris, sondern auch von anderen Menschen ergeben haben, dass das Buch Mein Kampf, das ja im Grunde das Fundament des nationalsozialistischen Dritten Reiches war, geschrieben wurde von einem Jesuiten und nicht von Adolf Hitler. Die Gedanken, die darin geäußert sind, sind die Gedanken eines Jesuiten oder der Jesuiten und nicht von Adolf Hitler. Dessen muss man sich bewusst werden. Die Jesuiten haben wirklich überall ihre Hände im Spiel. Ich versuche hier gerade mal ein Bild davon zu kriegen, aber ja, der Computer lädt natürlich auch mit dieser Kamera jetzt sehr, sehr langsam. Und von daher, mal gucken, vielleicht schafft er das hier irgendwann nochmal. Die Jesuiten sind eine teuflische Organisation. Und ich sage das nicht nur so, ich habe ja nicht für nichts den Jesuiteneid ins Deutsche übersetzt und habe das in den 2 Videos rausgebracht, was ihr euch anschauen könnt auf meinem Kanal. Ich habe nicht für nichts das Buch von Herrscher des Bösen oder im Englischen halt Rulers of Evil von Tupper Saucy gelesen, das sich damit beschäftigt. Und desto weniger lesen wir ja auch hier dieses Buch, Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. Wenn uns bis jetzt noch nicht deutlich genug gewesen ist, welches Geisteskind die Jesuiten sind, dann wird das spätestens in den nächsten Lesungen uns ziemlich deutlich werden, hoffe ich doch zumindest. Denn im Abschnitt 5, wo es nächstes Mal weitergeht, lesen wir in Kapitel 3 die deutsche Aggression und die Jesuiten. Österreich, Polen, Tschechoslowakei und Jugoslawien. Die Slowakei
wenn ich mich jetzt nicht gerade irre, sonst war es andersrum. Ich will mich jetzt hier nicht verrennen. Aber ich meine, die Slowakei war protestantisch und Tschechien war immer katholisch. Eins von den beiden allen. Werden wir dann noch sehen, wenn wir hier lesen. Ich habe das jetzt auch nicht so genau behalten. Und haben natürlich auch auf deutscher Seite mitgekämpft. Und Jugoslawien, Ustasche, ah, das wird noch ein ganz großes Thema in diesem Buch. Und habe ich auch behandelt in Behind the Dictators mit Anton Pavelic und Stavelic und die ganzen Kriegsverbrecher, die übrigens auch interessant sind zu lesen in dem neuen Buch The Real Odessa von Uki Goni, von dem ich ja bereits gesprochen habe. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich das Buch jetzt sogar in Deutsch bestellt habe. Und ich habe da heute einige Seiten wieder drin gelesen in dem Buch und ein paar interessante Dinge herausgefunden. Wobei ein sehr interessantes Zitat, das ich hier drin fand, das will ich euch nicht vorenthalten. Bin mal gespannt, wie das im deutschen Teil da drin steht. Aber ich werde mir das im deutschen Buchteil werde ich mir das sicher mal raussuchen. Aber jetzt habe ich das gar nicht markiert hier, dass ich das finde. Das ging um ein Zitat, wie Metro-Goldwyn-Mayer, die große Hollywood-Filmfirma, involviert war in dem Filmen von Konzentrationslagern im Deutschen. Und ich habe das hier heute gelesen in dem Buch. Wisst ihr was, ich werde das mal raussuchen, wenn ich das deutsche Buch bekomme. Dann suche ich das nochmal raus. Das ist schon ganz interessant, sich mal auf der Zunge zergehen zu lassen, solche Sachen, was man hier erfährt in diesem Buch. Ne? Wo es ja geht um die Flüchtlinge aus dem Dritten Reich, die nach Argentinien geflüchtet sind damals. Darüber handelt das Buch von Uko Goni. Sehr interessant. Aber wie gesagt, dass der Jesuitenpater Bernhard Stempfle das Buch Mein Kampf geschrieben hat, ist ein weiterer Beweis dafür, dass das ganze Dritte Reich, wie es genannt wird, das nationalsozialistische Deutsche Reich zwischen 1933 und 1945, 100% zurückgeht auf die Planung von Jesuiten. Und so der ganze Krieg. Und deswegen lesen wir dieses Buch, Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris, um euch diese Fakten näher zu bringen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt was davon gelernt. Und ich hoffe, dass ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid in der 17. Lesung aus dem Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris, wenn wir im Kapitel 3 über die deutsche Aggression und die Jesuiten sprechen. Ich würde es mal so sagen. Ohne die Jesuiten würde es eine deutsche Aggression so nicht geben. Gut, bis hierhin dann soweit. Herzlichen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Jörg von Joggler66, Stunde der Wahrheit, wünscht euch noch einen schönen Tag. Gottes Segen, dass er euch möge behüten und beschützen und überall begleiten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Especially I work in dealing with the infiltration of churches and religious institutions as well as government that cover a tremendous number of institutions. And the purpose of that infiltration was what for? Well, the purpose is what the Roman Catholic system has all the time as her own purpose, is to infiltrate, to penetrate all the areas of life where the Roman Catholic can have control and access for the coming world government. Simply put, this country and this world benefit from your commitment to Jesuit principles, to being men. As a graduate of another great Jesuit institution, Xavier University, I have great affection for the value and purpose of the Jesuit education. What that means is, in preparation for that world government,
the Roman Catholic institution, especially since the establishment of the Jesuit order in 1541, throughout all these 500 years, they've been in preparation and through infiltration and penetration of every level of society in order to take over the world politically and religiously. What a beautiful day the Lord has made. Holy Father, on behalf of Michelle and myself, welcome to the White House. There are two doctrines that define very well these dangerous goal of the Roman Catholic institution. Two doctrines define this very well. One is called the doctrine of the apostolic succession, and that is dealing with the papacy. And the other is the doctrine, the temporal power, and that is dealing with world government. Of course, both, because you can see that even the Pope and his own individual office, he meet those requirements. He is not only the head of his church, as he called himself, John Paul II, the present Pope, he said he is the pastor of his church. He is not only that, but he is the head of his state. It is a sign, perhaps, of how far we have come in this country that today's news of formal recognition between the governments of the United States and the Vatican did not create a furor. Once upon a time, it would have. Once upon a time, and not all that long ago, it did. From the time of President Washington, that was the first president to be utilized by the Jesuits. If you were not aware of that, President Washington already was initiated by the Jesuits to bring about the first communication with the Vatican ever known in this country. From there on, President Reagan, throughout all this time, President Reagan has come to fulfill the greatest moment in the history of this conspiracy.